Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, kennt ihr noch einen Schwierigkeitsgrad überleben? Ja, scheiß drauf. Nee, kein Bock. Das war komisch. Ja, ich habe mich entschieden. Nein, überleben nicht. Also, boah. Also wird sich der Titel des Projekts wohl ein bisschen ändern, und zwar auf Fallout, Let's Play Fallout, Deutsch Blind, sehr schwer. Und ja. Weiß ich nicht. Fühle mich zwar nicht so gut, das ändert zu haben, aber überleben ist mir doch ein bisschen zu krass. Bis jetzt. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch gehen wird, wie lange ich es noch spielen werde. Aber ich werde auf jeden Fall so sehr schnell wie möglich noch nicht auf Überleben spielen. Da reicht sehr schwer jetzt erstmal aus. Sehr schwer, Bams, nein. Sehr schwer ist ja eigentlich nur Überleben. Ohne diesen ganzen Krimskrams. Und ja. Machen wir so. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie lange das Spiel hier gespielt wird auf diesem Kanal. Aber für den unwahrscheinlichen Grund, dass ich, weiß nicht, 500 Parts erreiche. Oder Level 100 erreiche. Je nachdem, was als erstes kommt. Dann werde ich auf Überleben spielen. So, jetzt habe ich es gesagt, jetzt kann ich es auch nicht zurücknehmen, also merket euch das. So, ich kann schnell speichern und so. Und das ist sehr gut. Ich meine, ganz ehrlich, das Spiel ist schon schwer genug. Findet da nicht. Also, man muss das doch nicht sein. Ich werde natürlich jetzt bis auf den Überlebensschwierigkeitsgrad hier richtig zu mich hochtrainieren, würde ich sagen. Und hey, hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Und was ich jetzt machen wollte, ist zu dieser Bedford Station gehen. Weil da habe ich ja was Gutes gefunden. Ja, Dr. Jude. Nee, Dr. Mattis. Oh, was hier sind Raider? Das war der erste. Was? Das war der erste Ort, wo ich doch hingekommen bin, oder? So mit dem Doktor, oder? Ah, nee, jetzt. Wasser. Was? Oh, ich habe Paladin Danze natürlich wieder mitgenommen. Und hey, nicht. Eins. Was? Das heißt, jetzt wird viel auf Level hier geachtet, habe ich das Gefühl. Ich warte mal. Essen, essen, essen. Wo ist er? So und da. Pass auf, wohin du trittst. Ohne passende Ausrüstung können wir keine präzise Kleidung aufhören. Ja, ich glaube, hier war ich noch nicht. Aber gut, dass ihr alle so im Offen seid. Kann ich euch alles schön abknallen. Die Waffe ist so geil, ne? Aber jetzt kommt er. Ja. Meint ihr, was reißen zu können? Ihre Eier? Nein. Gut. Oh, hier geht's ja richtig tief runter. War ich nicht schon mal? Doch. Dickig Ausgrabung, weil da hier oben war der Arzt irgendwo. Hat sich hier was geändert, während ich weg war? Wo ist denn der Arzt? Wir waren da Myolux und so. Und die sind dann auf Nerven gegangen. Ach. Scheiße, was war das? War doch vorher auch nicht hier. Oh, hallo. So ein bisschen weiß ich ja, wie ich mit so ein paar Erfahrungspunkte erschummeln kann, sag ich mal. Und zwar durch Drogen. Und einfach Buff Out und Jet und all sowas verbinden, dann kriege ich mal schöne Sachen. Und ja, dann werde ich mich so und so
immer so ein bisschen hochleveln. Komm schon her, du Wichser! Ey, was? So, na? Ach, eins, komm. Wo ist das? Sag mir nicht, das ist der. Oh. Oh. Leute von mir, ich habe 10 Minuten auf Überleben überlebt. Keine Chance. Wundert mich. Gut. Ma. Danze, was wollte ich machen? Oh, ist das jetzt der Dr. Mattis? So hieß er doch, oder? Ich weiß ja doch nur, weil er so heißt wie Jude aus Tales of Xillia. Aluminium? Nein. Ich brauche Aluminium, um meine Power Armors hier hochzuballern. Wo ist denn der? Der war doch gerade hier. Was? Ja, er lag doch gerade hier. Was? Oh, technisches Dokument. Ma. Hat er eine Granate irgendwie weggehauen oder wie? Alter, der war gerade hier, ich schwör. Ich schwör, Alter. So. Egal, guck mal, was hier ist. Ich weiß nur, dass hier oben mal Wasser war und dass hier Meyerlurks irgendwie Probleme gemacht haben. Ohne passende Ausrüstung können wir keine präzise Peilung durchführen. Kommt gar nicht nach oben. Aber irgendwie scheinen Raider hier alles übernommen zu haben. So, wo ist die Leiche von denen? Das nervt mich gerade. Ich hab die doch von hier aus gesehen. Dann bin ich jetzt doof. Wurde von den einen Typen abgelenkt. Ja. Hey. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Offscreen. Ohne passende Ausrüstung können wir keine präzise Peilung durchführen. Pass auf, wohin du trittst. Ohne passende Ausrüstung können wir keine präzise Peilung durchführen. Vor allem, wenn ich jetzt auf Überleben spielen würde, ne? Kann ich immer nur 10 Sachen mit mir schleppen. Weil all meine Ausrüstung und so, die wiegt schon irgendwie eine Tonne. Nee. Da komme ich doch lieber irgendwann zurück, wenn ich mehr Stärke habe und mehr Sachen schleppen kann. Das muss jetzt nicht sein. Ich wollte ja ursprünglich eigentlich zu dieser Bedford Station zurückkehren, damit ich dieses Gleisgewehr mal mitnehmen kann. Das Killers Kreuzschlüssel. So, wie komme ich jetzt dahin? Indem ich nach oben gehe. Ja, genau, das werden sie nie erwarten. Aber ernsthaft, wie komme ich dahin? Ach da, meine Güte. Das war die ganze Zeit so einfach. Präventivschlag. Präventivschlag. Ma. Och, Paladin Dance. Werde ich nur Paladin Dance hier nennen. Statt Dance oder Paladin. Gut, Dance will irgendwie mehr Sinn machen. So, wie kommt man jetzt da unter? Sagt nicht, da ist auch ein Weg. Nee. Feinde haben sich zurück. Wie?
Oh, hi. Na? Traumentas. Kann ich verballern. Der ganze Obst und so tue ich jetzt alles einsammeln. Wegen Kochen und so. Weil es sind auch Erfahrungspunkte. Oh, hallo. Warte. Ich glaube, wir werden verfolgt. Denkst du? Ach so, von hier kommen die. Super. Wo? Ah! Ich dachte, hey, na? Alter, der fiel aus. Junge! Die Waffe ist so awesome. Gute 1000 Kronkorken, die ich da investiert habe. Wem ballerst du da die ganze Zeit noch? Aluminiumdose. Aluminium. Wem ballerst du denn die ganze Zeit? Ah, und da sind Meyerlurks, die friedlich sind, was? Genau. Wir Tomb Raider Ruinen gefunden haben. Im Benzin kann jetzt nicht auch Aluminium? Nee, ne? Komm ich nicht zu der. Dann haben wir Stahl, fast. Aluminiumdose, her damit. Weil sowas von außen ist, dass ich jetzt nur alles mitschleppen kann. Kaffeekanne, nee, nicht Kaffeekanne. Kaffeedosen brauche ich. Okay. Ich meine, auf Level 100 mit Überleben anzufangen, ist doch auch gut, ne? Falls es je so weit kommt, überhaupt, wahrscheinlich werde ich nie dieses Spiel auf Dingen spielen, auf Überleben. Wo? Ich habe was gehört. Pass auf, wenn du trittst. Ohne passende Ausrüstung. Keine präzise Peilung durchführen. Ich glaube nicht eine Minute lang, dass die friedlich sind. Sobald ich da runterkomme und die mich sehen, gehen sie alle auf mich los. Das ist schon immer so, so. Yay. Ehrlich, krieg ich mal Aluminium, da brauche ich meine blöden Power Armors. So, jetzt setze ich da einen Fuß rein und der geht alle auf mich los, ne? So läuft das doch hier. Irgendwie kennt inzwischen alles nach Schritten. Was zum Teufel war das? Wo sind die mit dem Dings hier hinzugekommen? Sully Mathis, was? Was? Du nicht der Typ? Hat. Wieso nicht der Typ hier, der oben war? Oh.
Da. Hat er sich in der Meyerlock-Farm oder so zusammengebaut, nachdem ich den geholfen habe. Oder was ist hier passiert? Na gut. Dann lasse ich die Meyerlocks da mal in Ruhe, mit denen ich auf mich losgehen. Könnt ihr eigentlich voll locker hier abknallen, ne? Sehen, wenn ich hier reingehe. Ja. Ah! Also klar. Was da jetzt mal irgendwelchen Leuten, ne? Machen die, tun natürlich wollen Zoo aufbauen, so hier. Mich beleidigt. So. Davon. Habt ihr davon, mich zu töten, nachdem ich in euer Territorium eingedrungen bin und euch provoziert habe? Was? Oh, ich kann von da öffnen, na klar. Oh, Entschuldigung. Ja, gibt's hier noch irgendwas, was meinen Besuch wert war? Was es wert war, dass ich meine Präsenz mit euch teile? Ich glaube nicht. Wenn du weiter diesen Müll sammelst, werden wir langsamer. Ah gut. Der ist hier abgeschlossen. War aber vorher nicht abgeschlossen, ne? Ja, das ist jetzt. Okay, dann hat dieses eine Ereignis von vor 200 Parts irgendwie zugeführt, ne? Oh Gott. Dann gehe ich. Wollen wir aber noch zur Bedford Station gehen. Und dieses Gewehr holen. Da. Wir haben ja noch zur Bedford Station gehen können. Wie schön. Guck mal, wie viel ich noch mit mir schleppen kann. Tschüss, Danze. Ah, okay. Ich konnte mich auch eigentlich dahin porten, ne, aber ist er da? Pass auf, wohin du trittst. Ohne Marsch aus, was du können wir keine präzise Frage durchführen. Na gut, dann gehen wir noch schnell dahin. Dann haben wir auch endlich mal das Gewehr. Sehe ich ja andauernd immer im Ladebildschirm oder sowas. Ich bekomme ja die ganze Zeit so Gleisbolzen als Munition. Da könnte ich auch mal endlich das Ding hier finden. Ich hoffe, so hat's genauso wie die Waffe aus 4. Welche irgendwie, weiß ich nicht, so Gegner irgendwie gegen die Wand oder so nageln kann. Wortwörtlich. Was war das? Hat irgendwas geleuchtet. Und da brennt irgendwas, glaube ich.
Hier sind normalerweise Ghule. Wenn ich immer hier hingeschickt werde, aber anscheinend nicht. Ich glaube, ich im letzten Part schon gesagt. So, wo war nochmal das Gewehr? Und der ist natürlich, was? Wie? Du siehst mich ja gar nicht an. Dieser blöde Teil mit dem Gewehr. Ja, was ist das? So, Gleisbolzen. Und dann war das Gleisgewehr endlich mal. Hat ja nur 200 Parts gedauert, bis ich das mal in die Hand bekommen habe. 104. Heftsch. Nur beim nächsten Part ausprobieren. Um 21 Minuten. Ja, ich könnte Part beenden. Ja, ich glaube schon. Gut, dann beende ich den Part hier ein bisschen verfrüht. Letzte Part war sowieso 27 Minuten oder so. Kann ich mir leisten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich. Alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.